Schreck in den Morgenstunden für die Mieter eines Wohnhauses der Brunnenstraße in Werdau. Eine 26-jährige vierfache Mutter wurde von den Flammen im Schlaf überrascht. Sie alarmierte aber die Nachbarn noch, alle konnten das Haus verlassen. Als letztes wurde der vierjährige Sohn der Mieterin mit schwerem Atemschutz von der Feuerwehr geborgen. Er erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Auch die Mutter sowie die 4 Wochen und 5- und 6-jährigen Jungen kamen mit Verletzungen und Schock ins Krankenhaus. Erste Ermittlungen ergaben, dass die 2 älteren Kinder der Frau im Wohnzimmer mit Feuerzeugen gespielt hatten und so den Brand auslösten. Nicht so viel Glück hatten die Haustiere der Familie. 2 Katzen, 2 Vögel, ein Meerschweinchen und ein Kaninchen erstickten in den Flammen. Die Stadt hat der jungen Mutter sofort eine Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt, da ihre alte Wohnung nicht mehr genutzt werden kann. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeitig noch nicht bekannt.